Das Video zeigt den 4-Kanal-Netzwerkrekorder mit WLAN im Set mit 4 WLAN-Überwachungskameras. An der Rückseite findet man die zwei Antennen, den Netzwerkanschluss, VGA, HDMI und zwei USB-Anschlüsse. Verbinden das Gerät mit dem Strom, um es einzuschalten. Außerdem wird per Netzwerkkabel das Gerät mit einem Router verbunden, um den Internetzugriff zu ermöglichen. Per HDMI wird der Monitor angeschlossen und per USB auch noch die Maus zur Steuerung. Die WLAN-Kameras müssen nur mit dem Stromnetz verbunden werden, dann schalten sie sich ein. Sie sind bereits mit dem NVR verbunden, es ist keine weitere Konfiguration notwendig. Das Videobild der Testkamera erscheint also sofort, mit einem Mausklick kann man es auf Vollbild vergrößern. Fährt man mit der Maus über das Bild, findet man verschiedene Punkte. So können zum Beispiel Aufnahmen gestartet und gestoppt werden, die Wiedergaben können geöffnet werden und natürlich gibt es auch die Einstellung. Menüpunkt Nummer 1 sind die Systemeinstellungen. Dort kann man unter anderem die Videoauflösung des HDMI-Ausgangs ändern. Zweiter Menüpunkt sind die Kameraeinstellungen. Legen Sie dort Werte fest wie die Helligkeit des Bildes oder den Kontrast. Auch können Sie einen Bereich festlegen, der nicht mit aufgezeichnet werden soll. Zum Beispiel aus privaten und datenschutzrechtlichen Gründen. Unter dem Menüpunkt Record kann für jeden Kanal eingestellt werden, wie die Bildqualität sein soll und die Framerate. Die linke Maustaste verringert Werte, die rechte Maustaste erhöht die Werte. Im Menü Schedule können Sie den Zeitplan für die Videoaufnahme einstellen. Für jeden Tag können dabei 4 Zeitbereiche festgelegt werden, in denen die Kamera aktiv ist. Dabei ist entweder eine dauerhafte oder eine bewegungsaktivierte Aufnahme möglich. Unter dem Punkt Motion lässt sich die Bewegungserkennung einstellen. So kann man einen Bereich festlegen und die Empfindlichkeit. Der Bereich wird einfach mit der Maus ins Bild gezogen. Unter dem Punkt Network kann man die IP-Adresse ansehen und auch verändern. Unter dem Punkt E-Mail kann man eine E-Mail-Adresse eingeben, über die dann zum Beispiel im Fall einer Bewegungserkennung eine Alarm-E-Mail versendet wird. In den Alarmeinstellungen können Sie zum Beispiel festlegen, dass eine E-Mail versendet wird, wenn eine Bewegung erkannt wurde, aber auch wenn das Videosignal verloren gegangen ist. Der Punkt Disk zeigt die Festplattengröße und Auslastung an. Genauso kann man einstellen, ob eine Endlosaufzeichnung auf der Festplatte erfolgen soll oder nicht. Das Wiedergabemenü erlaubt es, einen bestimmten Zeitraum einzugeben, innerhalb dessen man die Aufnahmen ansehen will. Zum Abschluss sehen wir eine Aufnahme der Kamera. Alle Informationen zum Videoüberwachungsset finden Sie auf www.alarm.de.